Einen recht schönen guten Abend von meiner Seite aus hier zur offiziellen Pressekonferenz nach der Begegnung Phoenixhagen gegen den FC Bayern München. Ein für beide Mannschaften sehr bedeutsames Spiel, ein sehr intensiv geführtes Spiel. Ich darf den Trainer von Bayern München, Dirk Bauermann, begrüßen. Herzlichen Glückwunsch erstmal von hier aus und bitte dein Statement zu dem Spiel. Ja, zunächst mal fand ich, dass Hagen eine sehr, sehr starke Leistung gebracht hat und wie sie rausgekommen sind, gerade im ersten Viertel, mit welcher Energie, welcher Entschlossenheit sie gespielt haben. Das haben wir, obwohl wir in den Auswärtshallen schon viel erleben durften oder mussten, so noch nicht gesehen. Und das war schon wirklich vom Allerfeinsten. Wir dachten, dass wenn wir ruhig bleiben, unseren Kurs nicht verlassen, dass diese Energie nur schwer über 40 Minuten oben zu halten sein würde und dass, wenn wir geduldig sind, wir in der zweiten Halbzeit unsere Chance bekommen würden. Die haben wir bekommen, trotz des wieder sehr guten Startes der Hagener in die zweite Halbzeit. Es war heute sicher ein Sieg, der nicht übertrieben schön war, aber er war ein Sieg der Entschlossenheit, eines großen kollektiven Willens, diesen Felsen, der sich so unglaublich für alle, so unglaublich schwer angefühlt hat, endlich vom, es ist ja kein Stein, der uns da vom Herzen gefallen ist, sondern so ein mittlerer Berg, also den endlich loszuwerden. Und dieser Wille, glaube ich, der war auch in schlechten Phasen immer spürbar. Deshalb Glückwunsch an unsere Jungs, Glückwunsch an die Mannschaft, sie haben das toll hinbekommen. Wenn ich noch eine Sache sagen darf, dann, man soll nie nach solchen kollektiv starken Leistungen ein Einzelspiel herausheben, aber ich habe mich ganz besonders für Robin Benzing gefreut, der sich sehr schwer getan hat in der ersten Halbzeit. Dennis hat mit ihm auch als Ex-Spieler nochmal das ein oder andere Wort gewechselt und Robin hat eine tolle zweite Halbzeit gespielt mit wichtigen Würfen und es freut einen, dass gerade die jungen deutschen Nationalspieler in dieser Situation wachsen und dann auch unter großem Druck in der Lage sind, solche Leistungen abzurufen. Also ich freue mich sehr für Robin über diese Leistung in der zweiten Halbzeit, die wird ihm sehr gut tun. Ja, herzlichen Dank, Dirk Bauermann. Ingo, bitte dein Thema zu dem Spiel. Ja, Glückwunsch erstmal an FC Bayern und Dirk hat schon eine Menge vorweggenommen. Wir haben tatsächlich sehr intensiv gespielt, wir sind super rausgekommen. Wir konnten auch eine Menge umsetzen mit dem Effort, den wir hatten, haben sie sehr unter Druck gesetzt und dann ist da auch was sehr Gutes bei rumgekommen. Als wir dann in wichtigen Phasen in der zweiten Halbzeit ab und zu schlechtere Entscheidungen getroffen haben, dann ist es auch schwer für einige dann immer noch diesen Gameplan, den wir von Anfang an hatten, dann immer noch richtig umzusetzen. Aber da müssen wir einfach es schaffen, 40 Minuten fokussiert zu sein, um so ein Spiel zu gewinnen. Und wenn man das noch nicht ganz schafft, dann muss man aber genau da ansetzen und weiter genau die Arbeit jetzt machen im Training, die wir auch letzte Woche gemacht haben. Und wenn wir diese Einstellung, diesen Effort jetzt in den nächsten Spielen wiederholen können, dann haben wir bestimmt auch eine Chance zu gewinnen. Die Chance war heute vielleicht da, aber wie wir dann im letzten Viertel gesehen haben, ging die Konzentration dann auch ein bisschen runter und dadurch haben wir dann am Ende verloren. Ja, herzlichen Dank, Ingo. So, bitte Fragen aus dem Auditorium, bitte unter Nennung Ihres Mediums, bitteschön. Rainer Hofeling von der Westfalenpost. Hagen, du hast gerade gesagt, die Konzentration ging am Ende ein bisschen runter, es ging aber auch vier Spieler von euch runter mit 5 Fouls und es war in der Halbzeit der Tenor so, da hat es 18 Freiwürfe für Bayern München gegeben und 8 für Hagen, dass sich das auf die Dauer noch brechen könnte. Du hast gesagt, ihr seid sehr intensiv rausgegangen, sehr aggressiv. Wie würdest du, manchmal sagst du Schiedsrichter grundsätzlich nichts, aber was kannst du dazu sagen? Die Schiedsrichter haben alles richtig gemacht. Also es waren schon Fouls, die wir gemacht haben da unter dem Korb. Also der Trautmann wirft am Anfang nur die Freiwürfe rein und das ist auch genau das, was wir uns vorgenommen hatten. Okay, keine einfachen Körbe und die sind sehr stark unterm Korb, die Bayern mit Trautmann und Homan. Und
dann kommt Jagler, wirft von außen Dreier rein und man muss da ein bisschen variieren, aber das war schon unsere Taktik und die ist ja auch ganz gut aufgegangen, dass wir das mit Fouls zahlen müssen, ist ja normal. Okay, wir hätten sogar noch ein, zwei Spieler, hätten sogar noch ein bisschen mehr faulen können. Schiedsrichter waren okay. Gut, weitere Fragen bitte. Bitteschön. Glauben Sie, dass da jetzt heute Abend ein Knoten geplatzt ist oder würden Sie das gar nicht unbedingt überbewerten wollen? Ist jetzt alles wieder gut oder glauben Sie, die Mannschaft wird sich möglicherweise, gerade weil der FC Bayern als Name auswärts schon immer auch polarisiert, auswärts weiterhin schwer tun? Ich finde es einfach der geschundene Seele gut, wenn man bei der vielen Kritik, auch der berechtigten Kritik, kein Auswärtsspiel seit dem Göttingen-Spiel gewonnen zu haben, wenn man dann endlich wieder eines gewinnt. Und das gibt natürlich Anlass, gerade auch wie die Mannschaft auf das Spiel in Frankfurt reagiert hat, zu großem Optimismus. Und die Jungs haben in der Kabine nach dem Spiel auch gesagt, jetzt wissen wir endlich wieder, wie sich das anfühlt. Und wir wissen auch, was wir tun, noch besser, was wir tun müssen. Und das ist natürlich genau die richtige Medizin, die man in einer solchen Situation braucht, nämlich ein Erfolgserlebnis gegen eine Mannschaft, die heute wirklich hervorragend gespielt hat. Und wenn man denkt, dass eine Mannschaft wie Phoenix Hagen mit einem Trainer wie Ingo kämpft, in dieser Liga zu bleiben, dann sieht man, wie unglaublich ausgeglichen und wie stark diese Liga ist. Und da ist kein Spiel ein Selbstläufer, vor allem dann nicht, wenn du der FC Bayern bist. Und umso wichtiger war es natürlich für uns heute, dass der Knoten geplatzt ist. Und darauf können wir sich aufbauen. Weitere Fragen bitte. Wie weit seid ihr mit einem neuen Spielmacher? Kann man da schon eine Prognose abgeben, wann er zum Kader stößt? Nee. Weitere Fragen? Nee, das ist nicht mehr der Fall. Dann beenden wir an dieser Stelle die offizielle Pressekonferenz nach der Begegnung Phoenix Hagen gegen den FC Bayern München. Dirk, euch nochmal Glückwunsch und einen guten Tag. Danke.